Hallo und herzlich willkommen zurück zu Freelancer. Wir sind die nächste Stufe aufgestiegen, Stufe 3. Und sind nun mit einem weiteren Einsatz zu Rande. Die Liste der Unternehmen und Gruppierungen erweitert sich auch stetig. Aber egal, wir gehen jetzt erstmal in die Bar. Oder? Wir gucken erstmal beim Schiffshändler. Kauf erst ab Stufe 4, okay. Ist natürlich die Frage, entweder warten oder direkt kaufen. Hervorragende Verarbeitung, exzellentes Handling, ein größerer Laderaum und verbesserte Leistung für anspruchsvolle Ausrüstung. Diese Eigenschaften machen den Star Tracker zu etwas Besonderem in seiner Preisklasse. Dieser Jäger ist in der heutigen Welt eine hervorragende Geldanlage. Ja, ich bin ratlos. Just a try. Diese plasmabasierte Waffe kann schwere Schäden verursachen, wird jedoch nur langsam nachgeladen. Die Waffe ist äußerst wirkungsvoll gegen Gravitationsschilde, gegen Molokalschilde zeigt sie die geringste Wirkung. Gut. Haut natürlich richtig rein, aber ist halt auch recht langsam, ne? Das ist halt immer die Frage, was möchte man haben? Ich bleibe jetzt erstmal einfach bei meiner Ausrüstung, ein bisschen Geld sparen. Und dann mal schauen.
Hier haben wir ja nichts mehr. Na gut, dann gehen wir mal in die Bar. Sagen Sie mir, was kann ich für Sie tun? Irgendwas los zurzeit? Ihr erster Besuch? Okay. Ich arbeite für Universal. Das hier gehört uns zwar nicht, aber wir halten einen großen Anteil an dieser Operation. Neugierig, was? Aber okay, ich hab da was gehört. Nur zu. Gut, das sind meine Infos bis jetzt. Die erste Analyse der Daten von Freihafen 7 liegt vor. Bis jetzt sieht es so aus, als wäre von dem Verteidigungssystem der Station nicht ein einziger Schuss auf die angreifenden Schiffe abgefeuert worden. Entweder das Radarsystem hat versagt oder irgendjemand hat die Verteidigungssysteme von innen heraus lahmgelegt. Vielleicht war ein Verräter an Bord. Gut zu wissen, danke. Klasse, viel Glück. Schön, Sie wiederzusehen. Also, wo wir jetzt alle hier sind, die LSF hat einen wichtigen Auftrag für Sie. Interessiert? Nö. Fassen Sie den Artefaktschmuggler. Der LSF liegen Informationen vor, dass ein gesuchter Verbrecher, Sean Ashcroft, eine Ladung illegaler Xeno-Artefakte in das New York-System schmuggeln will. Der LSF-Nachrichtendienst hat diesen Einsatz als mäßiges Risiko eingestuft. Okay. Ja, warum nicht? Okay, hier die Einzelheiten. Die LSF weiß von einem Schmuggler, der Artefakte in den und aus dem Liberty-Raum schleust. Was für Artefakte? Außerirdische. Sie sind sehr alt und erzielen unter Sammlern einen hohen Preis. Liberty überwacht und beschränkt den Handel. Aber auf Anordnung der Präsidentin will die LSF ihn unterbinden. Kann ich bitte ausreden? Okay. Der Schmuggler heißt Sean Ashcroft. Wir observieren ihn schon eine ganze Weile. Wir haben Informationen, dass er eine Ladung durch das Colorado-Tor nach New York schleusen will. Wir wollen ihn. Stoppen Sie den Konvoi noch vor New York und bringen Sie Ashcroft zum Verhör. Aber Vorsicht, wahrscheinlich hat er Hilfe. Ich lade jetzt den Zugangscode zum Colorado-Tor in Ihr Neuronet. Zudem werden ein Traktorstrahl auf Ihrem Schiff installiert. Moment, erzählen Sie ihm von dem Bonus. Was für ein Bonus? Ich habe die Zugangscodes für die anderen Liberty-Tore. Bringen Sie uns Ashcroft und Sie können sie haben. Wirklich? Wirklich. Ich muss noch einen Boxenstopp einlegen. Wir sehen uns im All. Okay. So, gut. Gut bewaffnet. Ich bin nicht begeistert. Okay, da gibt's nichts Besseres momentan. Ach ja, die können wir auch verkaufen. Nimmt nur Lagerplatz weg. Tja, ist jetzt die Frage, kaufe ich mir doch den Falken oder nicht? Vergleichbare Modelle der Patriot-Klasse werden für den aktiven Regierungs- und Militärdienst eingesetzt. Diese Schiffe zeichnen sich durch hervorragende Manövrierfähigkeit und vernichtende Feuerkraft aus. Beeindruckende Ausbaufähigkeiten und ein großzügiges bemessener Frachtraum runden die erstklassige Ausstattung ab. Hm.
RFU? Was ist RFU? Minen, Gegenmaßnahme, RFU. Keine Ahnung. RFU. Egal. Ich bleib bei meinem Schiff. Entlassen. Du denkst, du bist in Sicherheit, aber das bist du nicht. Was faselst du da? Was denkst du wohl ist auf Freihafen 7 passiert, ne? Wurde in die Luft gejagt. Zusammen mit meinem Schiff, meiner Erzlieferung und der Million Credits, die du mir schuldest. Ha! Wie gewonnen, so zerronnen. Nein. Wir hatten einen Deal. Und der ist mit der Station zerplatzt. Ah, das scheint alles schon so lange her. Spielt sowieso keine Rolle. Die wollen uns alle tot sehen. Wer will uns tot sehen? Die Männer von der Regierung. Sie werden das Manifest finden. Dann werden sie wissen, wer dort war. Sie sind schon hinter mir her. Aber ich bin schlau. Bin aus dem Krankenhaus getürmt. Du bist was? Getürmt? Musste sein. Die wollten mich holen, weil ich was gesehen habe auf der Station. Ich habe gesehen, was uns das angetan hat. Und mir. Da waren diese Schiffe. Aber sie waren nicht da. Sie waren nicht... Lonigan, du redest völligen Unsinn. Du kapierst das nicht. Sie kennen mich jetzt. Ich bin hier nicht mehr sicher. Niemand von uns. Trent, wir müssen aus Manhattan verschwinden. Ich... Hey, warte, Lonigan! Hey, was soll das? Hey, aufwachen. Sie sehen scheiße aus. Alles okay? Keine Ahnung. Was ist denn passiert? Zwei Männer haben mich überfallen. Oh, meine Brust. Wo ist Lonigan? Lonigan? Wer ist Lonigan? Die haben ihn mitgenommen. Reißen Sie sich zusammen, Trent. Denken Sie an Ashcroft und den Job. Ja. Das wird schon wieder. Los, Trent, die Arbeit wartet. Und Sie kommen ganz sicher zurecht? Ich bin okay. Dann sehen wir uns, wenn Sie zurück sind. Weidmanns Heil. Was ist das? Gut, also irgendwie waren Schiffe da, die aber nicht da waren und keine Ahnung. Und er hat irgendwas gesehen. Gut. Und der andere hält ein Ei in der Hand. Das hört sich jetzt komisch an. Egal. Wir werden sehen, wie die Story weitergeht. Wenn ihr es gespielt habt, wisst ihr wahrscheinlich sowieso, wie es weitergeht. Aber egal. Ja? So, dann wollen wir mal... Ich hatte mir schon langsam Sorgen gemacht. Alles in Ordnung? Ja, bestens. Gut.
Also was war da unten los? Wer ist Lonigan? Hab ihn am Freihafen 7 getroffen. Wir hatten gerade ein Geschäft klargemacht, als die Station angegriffen wurde. Er wurde verletzt und ist seither in Behandlung. Ich habe auf seine Genesung gewartet, damit ich mein Geld bekomme. Und? Was hat er gesagt? Nichts über das Geld. Er sagt, er sei aus dem Krankenhaus geflohen und er würde verfolgt. Ich hielt ihn für verrückt, bis die zwei Typen kamen und ihn erschossen. Vielleicht war er doch nicht paranoid. Mann, ich sehe mein Geld nie wieder. Lebt wohl, Millionen Credits. Langsam, wir sind fast bei der Handelsroute. Unsere Flugbahn führt uns an Fort Busch vorbei und direkt zum Colorado-Tor. Sie zuerst, Trent. Ups, verkehrt. Aktivierungssequenz vollständig. Routensprung initiiert. Ist nur ein kurzes Stück von hier zum Colorado-Tor. Los geht's. Nee, krass, krieg's lieber nicht. Hab gerade überlegt, auf der Station zu landen, aber lieber nicht. Aktivierungssequenz vollständig. Routensprung initiiert. Seit dem Angriff auf Schulzki hat die Marine schwere Schlachtschiffe zu allen Sprungtoren beordert. Jedes Schiff vom und zum New York-System wird gescannt. Ihr Sprungtorkontrolle auf Schlachtschiff Unity, bitte identifizieren Sie sich. Over. Unity, hier Patrouille Gamma 6 mit Spezialauftrag der LSF. Erbitten Sprungerlaubnis nach Colorado. Over. Patrouille Gamma 6, Erlaubnis erteilt. Over. Roger, Gamma 6, Ende. Das war nicht übel. Auf geht's. Na dann, auf nach Colorado. Gut, nächster Halt, das Colorado-System. Systemsprung erfolgreich. Alle Systeme grün. Trent, Position nahe der Handelsroute beziehen. Hier Juni. Ashcroft wurde im Kepler-System gesehen. Wir wissen nicht, welchen Weg er nimmt, aber er scheint direkt zu euch zu kommen. Haltet die Augen offen. Over. Bestätigt. Trent, wir müssen jedes ankommende Schiff scannen. Fliegen Sie zum Wegpunkt und beziehen Sie Position. Gut. Triebwerke aus. Wir warten hier. King, Ashcrofts Konvoi hat eben Colorado erreicht. Wir haben ihm bei Station Pueblo eine Falle gestellt. Bleiben Sie, wo Sie sind, und lassen Sie seine Männer nicht entkommen. Over. Roger. Trent, wachsam bleiben. Um ein Schiff zu scannen, nehmen Sie in Ihrem HUD ins Visier oder wählen Sie in Ihrer Kontaktliste aus. Klicken Sie auf das Symbol Frachtscannen in der linken unteren Ecke. Vergessen Sie nicht, dass Sie sich zum Scannen in Reichweite des Ziels befinden müssen. Artefaktgesetz und sind festgenommen.
Triebwerke aus. Trent, nimm seine Triebwerke. An alle Flügel, Leute. Hier, Universal, Chart 15-1. Wie kommt ihr da draußen zurecht? Hier, Chart 15-3. Alle Systeme normal. Hier, Chart 15-3. Da haben wir ja unseren guten Freund. Schon gut, schon gut. Sind Sie verrückt? Feuer einstellen. Oder Sie werden zerstört. Ich hoffe, Sie haben gute Anwälte. Das hier ist Amtsmissbrauch. Ich verklage Sie. John Ashcroft, Sie sind verhaftet. Ich bin nicht Ashcroft, Blödmann. Das wird Sie Kopf und Kragen kosten. Was? Mein Name ist Cosmo van Nostrom. Merken Sie sich das. Ich werde gleich Ihr schlimmster Albtraum, Plattfuß, unrechtmäßige Festnahme, Willkür und Zerstörung meines Eigentums. King, unser Plan ist schiefgegangen. Ashcroft konnte bei Pueblo durchbrechen. Wir haben den Kontakt mit der Station verloren. Fliegen Sie sofort hin. Tempo. Bestätigt. Wir sind unterwegs. Das ist unerhört. Wir sind noch nicht fertig miteinander. Ich... Es könnte Ärger geben. Waffen bereit machen. Schön, erstmal den Typen halb tot geschossen. Ja, und dann, ja, als ob nichts gewesen wäre, einfach in das nächste System geflogen. Sehr gut. Ach ja. So werden Spiele gemacht. Oh Mann. Hier geht's ja schon wieder zur Sache. Großer Gott! Mayday, Mayday! Hier Station Pueblo! Wir werden angegriffen! Wiederhole! Wir werden angegriffen! Hier Patrouille Gamma 6! Greifen Feind an! Gamma 6! Wir sehen 6 Gegner! Mehrere Decks brennen! Oh. Die Lebenserhaltung bricht zusammen! Wir halten nicht mehr lang durch! Ich auch nicht. Verstanden! Also dann, Trent! Jetzt, Waffen sind bereit! Ausgefallen. Habe feindliches Ziel im Visier. Wow. Jetzt geht's hier heavy zur Sache. Sind doch schon Stufe 2. Mein Schiff ist immer noch Stufe 1. Also hätte ich doch vielleicht kaufen sollen. Naja, beim nächsten Mal. Das Schiff austauschen sollen. Jesus Maria. Aber irgendwie kam mir diese Situation gerade übelst bekannt vor. Was ist da los? Wo ist Ashcroft?
Wir sind ihm auf den Fersen. Pueblo konnte einen Peilsender an einem seiner Schiffe anbringen. Wir folgen dem Signal zum Silverton-Feld. Hilfe wäre nicht schlecht. Verstanden. Ich weise die Rio Grande an, mehrere Jägergeschwader zu schicken. Seien Sie nicht leichtsinnig, King. Warten Sie auf Hilfe. Juni Ende. Gamma 6, hier Marinepatrouille Zeta 1. Begeben uns zu Ihrem Standort. Over. DSE, so, so. Das war echt nicht gut. Da sind sie ja, Ashcroft und seine Gangster. Das muss der Übergabepunkt für die Artefakte sein. Hier LSF Gamma 6, haben Ashcroft gefunden. Brauchen dringend Verstärkung. Folgen Sie meinem Signal. Over. Ignorieren Sie die Transporter-Trend. Wir müssen die Jäger ausschalten. Ja, schon dabei. Gamma 6, hier Patrouille Zeta 1. Bereit zum Gefecht. Schön, Sie zu sehen, Zeta 1. Wir suchen einen Verbrecher namens Ashcroft. Wir brauchen ihn lebend. Bestätigt. Hier Zeta-Führer. Rogue-Jäger angreifen. Ich habe einen Idioten auf 6 Uhr. Wer ist hier der Idiot? Der Idiot oder der Idiot, der abgeschossen wird? Unterbrecher ab. Verdammt, die Unterbrecherrakete hat Ashcroft verfehlt. Er geht auf Reisegeschwindigkeit. Wir müssen uns beeilen, sonst entkommt er. Aktivieren Sie Ihre Reisetriebwerke und ab zu den Koordinaten. Okay. Seht da. Da hat noch ein Teil der Story im Kopf gespielt. Oder habt ihr irgendwelche Raketen abfliegen sehen? Oder geschweige denn den Gegner. Ach ja, das waren noch Zeiten. Auf jeden Fall ist die nächste Amtshandlung erstmal ein neues Schiff kaufen. Ich empfange eine Störung. Könnte ein Sprungloch sein. Wir müssen uns beeilen, sonst entkommt er. Ich hab da was auf meinen Scannern. Roger, ich sehe dasselbe. Alle bereit machen! Sie werden unsere Begegnung bedauern. Ja, da ist er ja. Habe Ziel ausgewählt. Bin im Anflug. Halt! Sie brauchen mich lebend. Er ist ausgestiegen. Trent, holen Sie ihn mit dem Traktorstrahl rein. Schon geschehen. Zeta 1, wir bringen Ashcroft zum Verhör nach New York zurück. Danke für die Hilfe. Anvisiert. Bin nicht der Rede wert. Gute Arbeit, Trent. Ashcroft liegt auf Eis und Juni erwartet uns in New York. Ich lade einen Wegpunkt zum Colorado-Tor hoch. Los geht's! Ich hoffe, Ashcrofts Verhör bringt Informationen über den illegalen Artefakthandel hier in Liberty. In den letzten Wochen wurde von oben immer mehr Druck gemacht. Man munkelt, dass eine Rheinland-Expedition vor einem Monat einen neuen Vorrat dieser Dinger entdeckt hat. Auf einem fernen Planeten in den Omikron-Systemen. Ich meine, jeder weiß, dass dort außerirdische Ruinen sind, aber die sind zu Staub zerfallen und die Artefakte so tot wie ihre Schöpfer. Offenbar sind diese neuen anders. Sie sind aktiv und könnten gefährlich sein.
Die LSF und die Liberty Marine haben ihre Patrouillen verstärkt. Ich habe Gerüchte in der LSF gehört, dass die Präsidentin diese Artefakte bald ganz verbieten möchte. Jetzt nimmt die Story langsam an Fahrt auf. Was das wohl für Artefakte sind? Und was sind das für Schiffe? Hier, Juni. King, sind Sie und Trent okay? Wie ist Ihr Status? Over. Uns geht's gut. Missionsziel erreicht. Wir haben Ashcroft seine kleine Party verdorben. Er wollte die Artefakte gerade auf den Schwarzmarkt bringen, als wir ihn geschnappt haben. Sie haben ihn doch nicht getötet. Ich weiß noch, letztes Mal... Negativ. Trent hat ihn in seiner Frachtluke gefesselt. Das ist viel zu gut für ihn. Er bekommt, was er verdient. Aber vorher muss er uns sagen, was wir wissen müssen. Ich bereite Ihre Ankunft vor. Vorsicht auf dem Rückweg nach New York. Der Geheimdienst meint, Ashcrofts Bande könnte versuchen, ihn zu befreien, ehe wir ihn in Gewahrsam haben. Ich bin noch auf Manhattan. Kommen Sie dorthin. Juni, Ende. Okay. Also gibt's nochmal ein, Kampf wahrscheinlich dazwischen. Mal schauen. Aber erstmal wieder zurück. Ihr Sprungtorkontrolle auf Schlachtschiff Unity. Bitte identifizieren Sie sich. Over. Ihr Patrouille Gamma 6 mit Spezialauftrag. Wir haben einen Gefangenen für die LSF. Bitten um Erlaubnis zum Weiterflug. Over. Verstanden, Gamma 6. Sie haben Prioritätsfreigabe. Over. Danke, Unity. Ende. Das muss Juni arrangiert haben. Los geht's. Hier, Juni. Eine Planänderung. Sie und Trent sollen sich direkt zum Schlachtschiff Missouri nahe Zone 21 begeben. Dort übernehme ich Ashcroft. Juni, Ende. Die Missouri? Was für eine Überraschung. Sonst zieht die Marine die Grenze bei Zone 21. Die müssen Ashcroft ja echt dringend haben wollen. Also ab zur Marina. Wir sind fast da. Noch eine Handelsroute. Wohin denn? Verdammt, der Geheimdienst hatte recht. Mehr Rogues. Trent, wir müssen sie zurückschlagen. Fort Bush, hier LSF, Gamma 6. Wir werden angegriffen und brauchen Hilfe. Over. Hier Fort Bush. Schicken zwei Geschwader zu ihrer Unterstützung. Hier Fort Bush, Geschwader Alpha. Greifen Feind an. War ja irgendwie klar. Hatte keinen Wegpunkt mehr, also musste ja sowas geschehen. Ich bin ja schon unterwegs, ich kann auch nicht schneller. Dass die Rogues uns so nahe bei Fort Bush angreifen, da muss Ashcroft etwas Wichtiges wissen. Vielleicht weiß er ja was über die Artefakte. Mal schauen. Ja? Thank you.
Missouri, Brücke. Identifizieren Sie dich. Over. Hier Patrouille Gamma 6 mit LSF-Spezialauftrag. Wir bringen einen Gefangenen zu LSF-Commander Junko Zane. Over. Bestätigt. Commander Zane erwartet Sie. Over. Roger, Gamma 6 Ende. Zeit, deine Credits zu kassieren, Trent. Moment, ja, verstehe. Ja, ich breche sofort auf. Over. Hey, Trent, ein Konvoi nahe Pittsburgh hat Ärger und braucht Hilfe. Wir sehen uns später. Okay, tschüss. Haben Sie auch genug Leute dabei? Er liegt ohnmächtig in meinem Laderaum. Trent Ashcroft ist sehr gefährlich. Und ich gehe nicht gern unnötige Risiken ein. Das erinnert mich daran. Die Beute. Und dass ich Ihnen noch die Codes schulde. Beide werden gerade in Ihr Neuronet geladen. Außerdem bekommen Sie einen Extra-Bonus. Danke. Gute Arbeit. Wirklich. Was passiert jetzt mit Ashcroft? Er wird natürlich verhört. Er ist unser Schlüssel zum Schmugglerring. Den bringen wir garantiert zum Reden. Ich nehme an, dank Ihres neuen Sicherheitsstatus können Sie sich auch ohne mich beschäftigen. Wohin gehen Sie? Habe einen Auftrag. Ich bekomme auch Befehle, Trent. Aber bleiben Sie in der Nähe. Kann sein, dass ich Sie brauche. Bald. Aber wofür? Gut, erstmal reparieren. Kostet der Einklang nie so viel? 13.000. 13.000, wie? Was? Warum nicht? Der beste der besten. Dieses schwer bewaffnete Schiff ist der Höhepunkt der technologischen Entwicklung und das Know-how von Liberty. Dank seiner standardmäßig erhöhten Panzerungs- und Leistungsnennwerten und zusätzlichen Waffenaufhängungen ist dies das bevorzugte Schiff der libertarianischen Streitkräfte. Ich glaube, den nehme ich. Aber vorher, wenn ich mich noch recht erinnere, sollte ich vorher die Waffensysteme abbauen, sonst werden die mir verkauft. Das wollen wir ja nicht. Und das haben wir alles draußen. Die kommen sowieso weg und die kommen auch erstmal mit. So. Obwohl, der kann drin bleiben, weil wir brauchen sowieso andere Schilde. Achso, die werden, okay, dann ist ja gut. Dachte schon, die werden irgendwie so mitgenommen, aber dann ist ja perfekto mundo. Ja, hier, komm, passte. 630 Dollar. Bester bekannter Preis. Nee, dann lassen wir das Silberkloid erstmal kurz drin. So. Damit haben wir noch 7.000. Und ich würde mal sagen, hauen wir mal neue Geschütze rauf. Und zwar die Justice, Klasse 3. Ach, Torpedo-Flugunterbrecher, okay. Flugunterbrecher heißt das. Turm, Klasse 4.
machen wir mal so einen rauf. Und ansonsten können wir uns ja sowieso nichts mehr kaufen. Hier ist schon Klasse 2 Schild drin. Sehr gut. Schubdüsen sind Schubdüsen. Da können wir jetzt nichts Besseres kaufen. Dann haben wir ja alles. Nanobots. Ja, lassen wir erstmal so. Giftmüll. Basis verkauft diese Ware. Bester bekannter Preis. Basis verkauft diese Ware. Ja. Na gut. Das hat natürlich nicht viel Sinn. Basis verkauft diese Ware. Na gut. Dann lassen wir das hier erstmal mit dem Einkaufen von Waren, weil so lukrativ ist das da jetzt nicht. Wie geht's, mein Freund? Also, was darf ich bringen? Ich brauch was Praktischeres. Irgendwas gehört? Sie sind neu hier, oder? Ja. Willkommen auf der Missouri. Danke sehr. Einer Basis der Liberty Marine. Ja, ich habe da ein Gerücht gehört. Interessiert? Hör zu. Okay, hier ein paar Infos. Haben Sie in den Nachrichten gehört, dass es in Zone 21 doch einen Angriff gegeben hat? Die Marine hat es anfangs dementiert, aber jetzt haben sie bestätigt, dass der Orden einen Kreuzer nahe dem Zugangskorridor in die Zone abgeschossen hat. Beängstigend, wie viel Schaden eine Organisation wie der Orden anrichten kann. Das war's wert. Danke. Okay, viel Glück. Kopfgeldjägerin. Okay. Hallo, brauchen Sie was? Was gibt's? Ich kenne Sie nicht. Sind Sie neu hier? Stimmt, genau. Ich arbeite für die Liberty Marine. Das ist unsere Basis. Ganz schön neugierig, was? Aber okay, ich hab da was gehört. Na klar, raus damit. Gut, das sind meine Infos bis jetzt. Weiß ich nicht, vielleicht das Alter, vielleicht auch die mittlerweile doch recht hohen Standards im Videogames, kann man ja jetzt doch so sagen, ja, also auch wenn man immer wieder über Bugs streitet und so, aber ja, es ist schon eine recht hohe Qualität, ja. Aber da fällt einem sowas natürlich bei alten Spielen dann auf. Ja, klar. Also wo das ist, irgendwie, weiß ich nicht, so... Es passt zwar rein, aber irgendwie dann auch nicht, ne? Das reicht so, keine Ahnung. Kann man nicht richtig sagen. Vor allem das viele okay. Ja? Das ist schon sehr witzig. Aber gut. Die Polizei glaubt vielleicht, dass es im Norden hart zugeht, aber tatsächlich haben diese fetten, überarbeiteten und minder bemittelten Jungs keine Ahnung von wirklicher Gefahr. Einer von der LPI würde vielleicht 30 Sekunden gegen einen Ausgestoßenen durchhalten. Ich behalte das im Kopf. Danke. Also so wie normale Klasse, Polizisten. Sie werden es nicht bereuen. Suchen Sie etwas Bestimmtes? Was gibt's? Ihr erster Besuch? Aha. Möglicherweise habe ich ja, wonach Sie suchen. Name? Trent ist mein Name. Ich arbeite für die Marine. Das ist unsere Basis. Ihre Karte, bitte. Sieht gut aus. Neugierig, was? Aber okay, ich habe da was gehört. Okay, ich höre. Okay, hier ein paar Infos. Die Zone 21 ist für Zivilisten und Nichtangehörige des Militärs gesperrt. Wenn sie diesen Bereich unberechtigt betreten, sind sie eine Bedrohung der Sicherheit. Wenn sie an den Minen vorbei in das System gelangen, erwischt sie die Liberty Marine. Es gibt keine Ausnahmen. Zone 21. Was liegt denn da schon wieder? Das könnte hilfreich sein. Danke. Prima, viel Glück. Zone 21 militarisiert.
Müsste man ja eigentlich mal reinschleichen, ne? Jetzt müsste man nur wissen, wo Zone 21 ist. Egal. Auftragsliste. Dann wollen wir mal gucken, ob wir irgendwie was finden. Liberty Marine. In letzter Zeit waren die Liberty Rooks sehr aktiv. Wir haben einen ihrer Agenten im Auge, Bruce Dunham. Er befördert mit seinem Schiff offenbar geheime Xeno-Forschungsdaten. Wir möchten ihn abfangen und sind bereit dafür zu zahlen. Sie sollen dein Schiff zerstören und dann die geheimen Xeno-Forschungsdaten bergen. Alles klärchen. Machen wir. Ist denn der letzte Auftrag, glaube ich, auch? Ah, perfekt. Fort Bush. So kommt alles zusammen. Ah. Freelancer Alpha 1 durch. Hier Marine Sigma 8 für Freelancer Alpha 1. Schicht 1, ich habe Befehl, den Laderaum zu scannen. Gut, ja. Alles in Ordnung. Ihr Einsatzwegpunkt wurde in Ihre NAV-Karte hochgeladen. Dort finden Sie weitere Anweisungen. Hier, ich habe Befehl, den Laderaum zu scannen. Wie oft wollte er mich denn noch scannen? Eigentlich hätte ich mal hier noch reingehen sollen, aber naja gut, jetzt ist es auch vorbei. Auftrag ist Auftrag. Ja. Da müssen wir ein bisschen Aufträge machen. Oder ein paar Handelsmissionen, sag ich jetzt mal. Mal schauen. Das wären 14.000, die wir brauchen. Entweder sind das 7 Missionen, je nachdem wie viel Kohle man bekommt, oder ja, mal gucken. Oder man handelt natürlich. Aber momentan sieht das nicht so sonderlich lukrativ aus, um ehrlich zu sein. Okay, her mit der Fracht. Sie haben Beute und ich will sie haben. Ja. Ich bin schon über alle Berge. Sie sind in Reichweite Ihres Ziels. Wir haben das Schiff zum besseren Aufspüren markiert. Das ist nicht Ihre Liga. Ich warne Sie. Hören Sie lieber damit auf. Lassen Sie ich möchte aber nicht. Kommen. Zu unserem Anführer. Habe feindliches Ziel im Scan läuft. Scan läuft. Jawohl, alles da. Danke für Ihre unschätzbaren Dienste. Einsatzkommission Ende. Ich könnte mich natürlich jetzt mit den anderen anlegen noch, aber wofür? Kriegt mir auch nicht mehr. Außer vielleicht ein bisschen, ja. Ein bisschen Beute oder ein paar mehr Nano,
Bots und Schildbatterien, aber Aufgabenziel erreicht. Pfeif drauf. Ja. So, hier waren wir, also gehen wir jetzt mal hier rein und dann machen wir auch erstmal Schluss für heute. Verstanden. Anflugerlaubnis zum Dock erteilt. Sie dürfen jetzt zum Dock rein. Danke sehr. Ursprungsort unseres Konvois ist Trenton. Wir befördern Seitenwaffen für Planet Manhattan. So. Mal gucken, ausrüstungstechnisch nochmal. Noch eine Lava Plate und dann noch eine Justice und das sollte erstmal reichen, um genug Schaden zu machen. Ja, doch. Sollte ausreichen. Baumaschinen, so, so. Pharmazeutika. Planet Pittsburgh. Wir haben nicht genügend Credits. Na gut. Dann werden wir nämlich als nächstes erstmal zu Manhattan fliegen. Da das Silber und die Baumaschinen abliefern, dann werde ich da mal eine Mission annehmen. Mal schauen, was da so kommt. Aber das in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wünsche viel Spaß beim selber spielen. Bis zur nächsten Folge. Und bis dahin, arrivederci und tschö mit Ö. Tschö. Und danke fürs Zuschauen.